time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some
diesen Namen. Ihr Name ist Paula. Sie ist aus Klostermannsfeld. Das erste Mal auf so einer großen Bühne vor so großem Publikum. Und ich bin der Meinung, das ist ein Riesenapplaus wert. Paula, ich hoffe, du bleibst bei der Musik. Ich glaube, du hast Spaß bei Musik. Bleib so, vielleicht sehen wir dich irgendwo und irgendwie und irgendwann auf vielen Bühnen dieser Welt mal wieder. Vielen, vielen Dank. Riesenapplaus, Paula. Ja, und zu so einer riesen Geburtstagsfeier fehlt natürlich noch das Feuerwerk. 5 Jahre Tagespflege am Markt hier in Hettstedt. Und das Feuerwerk, das wird jetzt kommen. Ich freue mich riesig drauf. Wir üben jetzt nochmal, ne, diesen Stimmungstest. Ne? Er sieht gut aus. Er kann richtig geil singen. Er hat eine tolle Band heute Abend mit. Mr. Phil Stewman. Und da muss dann kommen, wow, ah, ja, kriegen wir das hin? Okay. Er sieht gut aus. Er singt geil. Er hat eine geile Band mit. Mr. Phil Stewman. Und noch halt, das war noch viel zu leise, Phil. Nochmal zurück. Alter Falter, du musst noch mehr kommen. Hallo, wir feiern hier 5 Jahre Tagespflege in Hettstedt. Aber er sieht wirklich schweinegeil aus, oder? Vielleicht, könntest du vielleicht so mit einer Oma vielleicht mal so? Also Opa und Oma finde ich schon geil. Die haben mir gesagt, Susi, du passt in die Familie. Machen wir bei 10 Jahre Tagespflege, machen wir das klar. Okay, seid ihr bereit? Er sieht gut aus. Er macht geile Musik. Er hat eine geile Band heute Abend mit. Mr. Phil Stewman!